lassen für das, was wir jetzt empfangen werden. Jetzt wirft Marty Feldmann seine scharfen Augen ganz gezielt auf das heiligste Thema seit Erschaffung der Menschheit. Das Geld! Das klingt wundervoll. Und ich brauche Geld, um es in Ordnung zu bringen. Dies ist ein Film, wie ihn nur Marty Feldmann machen konnte. Denn Marty Feldmann ist dreist und gottesfürchtig. God gave us his son for Christmas. So for God's sake, give something to us. Was habe ich denn schon zu verlieren? Mann, hör auf, lass mich zufrieden, Mensch. Sie sollten von sich selber angewidert sein. Lass mich zufrieden, ja? Außerdem heiße ich mehr Maus. Und ich empfinde für ihn genau dasselbe. Erleben Sie mit Marty die Welt der Wunderheiler und Superschwindler. Wenn Gott es zuwider gewesen wäre, dass manche Menschen ärmer sind als die anderen, dann hätte er die Bibel doch niemals als Paperback herausgeben lassen. Er wird vielfacher Gnade teilhaftig. Mein Name ist Maria. Von heiligen Gelübden zu heiligen Kühen. Wenn du willst, dass wir keine fleischlichen Sünden begehen, warum hast du uns dann aus Fleisch gemacht? Von roher Gewalt zur Kraft des Geistes. Ich bin ein Sanftmütiger, ich werde das Erdreich besitzen. Von der Verdammnis bis zur Erlösung. Also, was du willst, was man dir tut, das füge auch allen anderen zu. Ich mag kein Popcorn! Also gut, es heißt nun Gott gegen die Demokratie. Dreist sind sie alle, gottesfürchtig nur sehr, sehr wenige. Und nein, Maria, Marty Blauauge im Kampf gegen alles Übel, kann das gut gehen? Findet den Herrn, wer findet den Herrn? Ein wundervolles Spiel, jeder gewinnt, jeder von euch kommt in den Himmel, versucht euer Glück für einen lausigen Dollar, um den Herrn zu finden. Aha, ah ja, Sir, nun, wo ist er? Nun, wo ist er jetzt? Versucht euer Heil. Dreist und gottesfürchtig mit... Damit beschließen wir den unterhaltsamen Teil unserer Show. Und für den nächsten Abschnitt werden wir alle zusammen mit Klein Moses mitsingen. Und zwar singen wir We Shall Gather by the River. Während ich ein wenig vom Kommunionswein zu mir nehme und eine wirklich feine puerto-ricanische Zigarre...